Meine Herren und Damen, die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt. Meine Herren und Damen, es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat. Ich möchte hier feststellen, dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne dankschuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist. Die Arbeiterwohlfahrt nimmt sich der Nöte der Frauen an. Sie organisiert Hilfe zur Selbsthilfe und streitet im Parlament für die Selbstbestimmung aller Menschen unter dem Mantel einer sozialdemokratischen Wohlfahrtspflege. Die AWO fördert insbesondere die Weiterbildung und Qualifizierung von Frauen. Und eines Tages wurde ich von Marie Juchatsch, der Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, gebeten, sie aufzusuchen. Also ich fuhr guten Mutes nach Berlin und Frau Juchatsch wollte mich als stellvertretende Geschäftsführerin für den Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt hieß anstellen und ich sagte ihr mit großer Betroffenheit, nein, Frau Juchatsch, für diese Aufgabe bin ich viel zu jung. Und Frau Juchatsch sagte, liebes Kind, das ist doch ein Fehler, der mit jedem Tag kleiner wird. Haben Sie mal Mut. Da habe ich dann Mut gehabt und bin 4 Wochen später, im September 29, nach Berlin gegangen. Und Marie Juchatsch hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass es feste Strukturen gibt für die Menschen, dass sie wieder, heute würde man sagen, Hilfe durch Selbsthilfe, dass sie damit wieder auf die Beine kommen. Ab 30/31, als die Zahl der Arbeitslosen rapide stieg, da fühlte sich die Arbeiterwohlfahrt angesprochen. Nach ihren Kräften zu helfen, dass die Arbeiter nicht resignierten, dass sie nicht die Flinte ins Korn warfen, kämpfen gegen diese schrecklichen Sparmaßnahmen und kämpfen gegen den Nationalsozialismus. Die Arbeiterwohlfahrt hat 1927 ein großes Reformwerk begonnen, in dem sie in der Lüneburger Heide ein Erziehungsheim für sogenannte gefährdete oder verwahrloste junge Mädchen einrichtete. Vorwiegend waren es Berlinerinnen. Und wir wollten mit diesem Projekt beweisen, dass es nicht nötig ist, junge Menschen hinter Mauern zu halten, in Zimmer einzusperren, die keine Türen hatten, die man öffnen konnte. Und wo das ganze pädagogische Bemühen darum ging, sie so weit zu disziplinieren, dass sie etwa Hausangestellte oder Hilfsarbeiter werden konnten, sondern wir wollten diesen jungen Menschen die Chance geben, in Freiheit zu leben. In Freiheit und mit einer qualifizierten Berufsausbildung. Na, was bekommen deine zwei heute zu futtern? Macaroni mit Tomaten. Das ist für Hilde das einfachste Kochen. Und der Peter isst sie gerne. Der Junge macht mir sowieso Sorgen. Für seine 11 Jahre ist er viel zu schmächtig. Ja, ja. Für unsere Kinder ist der Kohlenpott auch nicht das Beste. Dein Junge müsste auch einmal eine andere Luft haben. Mhm. Ja, du weißt doch, ich bin ja auch Helferin bei der Arbeiterwohlfahrt. Gestern bei unserer Besprechung wurde ein Brief aus Bayern vorgelesen. Es wird dort etwas geplant. Nun finden auch Peters Träume ihre Erfüllung.
Und mit ihm gehen viele seiner kleinen Schicksalsgefährten aus den großen, dunklen Städten auf die Reise. Seiten der Nationalsozialisten diesen pädagogischen Reformbestrebungen konkret viel zugesetzt worden ist. Aber wir lernten sie kennen, als eines Tages 1933 nach der Machtergreifung ein Anruf aus dem Landesjugendamt Kiel an mich kam, wo gesagt wurde, am nächsten Tag werden die jungen Mädchen aus dem Immenhof abtransportiert werden. Da bin ich sofort zum Immenhof gefahren, habe mit allen Erzieherinnen und Erziehern gesprochen. Wir haben abends eine Versammlung mit allen jungen Mädchen gehabt, haben ihnen gesagt, was bevorsteht, und haben sie an sie appelliert. Kinder, zeigt denen jetzt, zeigt diesen Nazis, was ihr hier gelernt habt. Am nächsten Morgen, das ist auch etwas, was ich nie vergessen werde, am nächsten Morgen sind wir bereits früh um 7 alle zusammengekommen mit unserer roten Fahne. Und wir gingen über das ganze große Immenhofgelände. Und wir sangen Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Und als wir zurückkamen von dem großen Waldspaziergang, da waren die Omnibusse schon da. Und die Mädchen mussten einsteigen. Und sie haben nicht revoltiert, sie haben nicht mit Steinen geworfen, sie haben die Leute nicht beschimpft, sondern sie sind weinend in die Omnibusse gestiegen. Und sie gingen in eine schreckliche Zukunft.